Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 19. September. Guten Morgen vom Geek Talk Daily. Heute mit den Themen CC Cleaner, Samsung Bixby, Moto G4 Plus, Huawei Mate 10, Google Expeditions, Slack, Outlook, Rantastic, Amazon und GOG. Wir beginnen bei CC Cleaner und dort gibt es eine schlechte Nachricht. In der beliebten Optimierungssoftware für den Computer und für Android, die ja gratis zu erhalten ist, hat sich eine Malware eingeschlichen. Das dürfte nichts mit dem Hersteller zu tun haben. Das wurde quasi in diese Version eingebaut. Die Software soll im November 2016 bereits 2 Milliarden Mal heruntergeladen worden sein. Jetzt hat die Sicherheitsfirma Talos eben diese Malware in der Software gefunden. Aktuelle Stellungnahme gibt es noch keine. Man hofft, dass zumindest bald ein Fix kommen soll. Die Software ermöglicht im Endeffekt, dass der Computer komplett ausgehorcht werden kann. Also kein geringer Fehler, der da drinnen enthalten ist. Wir kommen zu Samsung und zu Bixby. Wir bleiben beim Thema Fehler. In den aktuellen Samsung-Smartphones, also dem S8, dem S8 Plus und dem Note 8, ist ja ein dezidierter Hardware-Button verbaut, der quasi den Samsung-Sprachassistenten bedienen soll. Das Problem dahinter, der Assistent ist noch nicht verfügbar in vielen Ländern, auf Deutsch schon mal gar nicht. Jetzt kann ich endlich per Software zumindest diesen Button deaktivieren. Größeres Problem ist allerdings, ich kann den Button nicht mit das anderen belegen und trotz allem bleibt der Button mehr oder minder aktiv. Wenn man lange darauf drückt, wird immer noch Bixby aufgerufen, nur der kurze Druck löst quasi Bixby nicht mehr aus. Wir kommen zum Motorola G4 Plus, das hatten wir gestern bereits in der Daily, da gab es ja Aufregung darum, dass Android 8 Oreo nicht auf das Gerät kommen soll. Motorola hat jetzt eingelenkt, offizielles Statement, es gab einen Fehler bei der Kommunikation bzw. bei den Marketingmaterialien. Natürlich erhält das G4 Plus dann doch auch Motorola, also Android Oreo 8. Ja, ob es tatsächlich jetzt ein Marketingfehler war oder man auf die harsche Kritik reagiert hat, sei dahingestellt. Jedenfalls bleiben G4 Plus Nutzer nicht außen vor. Das ist ja schon mal eine erfreuliche Nachricht. Wir kommen zu Huawei und die klopfen sich schon sehr stark auf die Brust, was die kommende Vorstellung des Mate 10 betrifft. Das soll nächstes Monat kommen. Jetzt macht man in einer Marketingbotschaft auf sich aufmerksam und sagt, es wird das echte iPhone. Damit ist aber AI gemeint, also im Sinne von Artificial Intelligence. Huawei wird seinen neuen Prozessor verbauen im Gerät, den Kirin 79. Der hat bereits auf der IFA für Aufsehen gesorgt. Das soll ein sehr, sehr starker Prozessor sein und der soll dann eben auch neue AI-Technologien ermöglichen. Ähnlich wie wir das im iPhone X jetzt mehr oder minder schon gesehen haben letzte Woche. Wir kommen zu Google Expeditions und das finde ich ein ganz tolles Projekt, das ist auch offiziell in Deutschland endlich startet. Im Endeffekt ist es möglich, damit quasi Rundgänge in Virtual Reality zu machen. Das ist ein Projekt, das vor allem an Schulen zum Einsatz kommen soll. Das Produkt wurde bereits mehrere Male jetzt an 50 verschiedenen Schulen probiert und ermöglicht momentan Ausflüge in Windkraftanlagen an der Nordseeküste, aber auch in den eigenen Körper oder an den Mond zum Beispiel. Wir kommen zu Slack und Slack hat eine neue Finanzierungsrunde hinter sich gebracht. 250 Millionen US-Dollar hat man von Investoren gesammelt. Der größte Investor diesmal der japanische Technologiekonzern Softbank. Ja, im Endeffekt hat Slack mittlerweile 5 Milliarden US-Dollar über die Zeit durch Investoren eingesammelt. Wir kommen zu Outlook und da gab es heute leider schlechte Nachrichten. Falls ihr Probleme quasi gestern mit Outlook hattet, dann lag es daran, dass Microsoft tatsächlich einen Fehler hatte. Es hat leider relativ lange gedauert, bis die drauf kamen. Betroffen war Outlook.com, OneDrive und Office 365. Wir kommen zu Rantastic und einer eher lustigen News. Rantastic Pro hat endlich ein Update auf iOS herausgegeben, mit der die Software jetzt auch auf der Apple Watch autonom läuft. Rantastic war so ziemlich der letzte Hersteller, der es nicht geschafft hat, das integrierte GPS der Apple Watch bisher zu nutzen, nur um es sich mal auf der Zunge zu gehen zu lassen. Es hat ein Jahr gedauert, bis der Lauf-App-Hersteller da jetzt endlich den autonomen Support nachgerüstet hat. Mittlerweile wurde ja schon das Nachfolgermodell der Apple Watch vorgestellt. Wir kommen zu Amazon und die haben aktuell eine Angebotswoche. Nur als kleiner Hinweis für euch, über 16.000 Artikel sollen reduziert sein im Laufe dieser Woche. Hauptkernpunkt sind vor allem das Thema Smart Home. Dementsprechend, der erste Tag am Montag ist schon mit einigen Hue-Produkten von Philips recht gut gestartet. Mal sehen, was die restliche Woche bringt. Falls ihr vorhabt, da ein Update zu machen, schaut auf jeden Fall mal bei den Tagesangeboten rein. Nächster Einkaufstipp, diesmal allerdings für Spieler. GOG hat gestern mehr oder minder überraschend
einen Herbstsale gestartet. Bis zum 25. September gibt es bis zu 200 Spiele um bis zu 90% reduziert. Sind teilweise ganz schöne Angebote dabei, zum Beispiel Firewatch, ein Spiel, das auch auf dem Mac läuft, für nur 9 Euro. Legend of Grimrock für 5 Euro. Ja, schaut einfach rein. Kleiner Tipp, falls ihr eure Spielebibliothek ein bisschen updaten möchtet oder ein paar neue Spiele wollt, ist momentan ganz günstig. Ja, in diesem Sinne, das war's für die heutige Folge. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.